Es geht um das ABC der Digitalisierung. Begrüßen Sie mit mir auf der Bühne Stefan Barak und Markus Stolze. Ja, hallo. Freut uns, hier zu sein. Mein Name ist Stefan Barak und ich bin Designer und Engineer und ich bin human-centered. Der Unterschied zwischen Designer und Engineer ist, Engineer macht meistens Machine-to-Machine. Ich mache Machine oder Human-Machine Interaction und bin Accessibility Nerd. Genau, mein Name ist Markus Stolze. Ich bin Professor an der Ostschweizer Fachhochschule, ziemlich weit weg von Bern, aber noch im gleichen Sprachbereich weitgehend. Mein Thema ist das Thema Web, Human-Computer Interaction und dort auch Accessibility. Und das ist auch das Thema, uns heute hier auch beschäftigt, unter anderem. Genau. Und das ist das Stichwort, denn das ABC der Digitalisierung fängt mit Zeppelin an. Nein, mit Accessibility. Oder A11Y, weil die 11 Buchstaben dazwischen, die haben wir in Zahlen gefasst, damit es nicht immer so riesenlang ist. Wo wir heute drauf eingehen, ist warum, das was es ist, für wen es ist und praktische Beispiele. Und am Schluss sagen wir euch noch, wie viel es eigentlich braucht oder wie viel mehr es braucht. Zuerst möchte ich aber mit euch eine kleine Aufgabe machen. He got it. Nehmt doch bitte mal euer Handy raus auf die Startposition und macht ein Foto von uns. Start. Okay. Most done. Good. Okay, bitte alles wieder auf Reset. Ganz wichtig. Jetzt, nächste Aufgabe ist, bekreuzt den Daumen von der Hand, mit der ihr euer Handy aus der Tasche nehmt, über eure Handfläche und nicht schmulen. Die bleibt da, also der Daumen bleibt dort oder zumindest versucht das mal. Und jetzt macht das Gleiche nochmal. Wird schon lustiger, oder? Das ist ein kleiner Moment gewesen, um euch zu sagen, hey, es gibt keine die da und die dort und optimale Menschen oder was auch immer. Wir alle, ja, wenn wir uns zum Beispiel den Finger verstauchen, Daumen ist eines der wichtigsten Mobile-Instrumente, wenn der gerade nicht funktioniert, dann wird es echt schwierig. Und jetzt sagt ihr euch, ihr seid auf einer digitalen Nachhaltigkeitskonferenz. Was hat denn das Ganze eigentlich mit Nachhaltigkeit zu tun? Hier geht es um CO2. Ja, und da gibt es ja ein Bias oder ein Modell, das heißt Digital Tunnel Vision. Da haben wir mit dem Markus drüber diskutiert. Und diese digitale Tunnel Vision, die fokussiert halt im Mainstream oder in der öffentlichen Meinung, Sustainability ist ein Thema, für, was Carbon Emissions angeht. Und in dem QR-Code haben wir für euch die Sustainable Development Goals hinterlegt und das sind 17 Stück und auf dem Bild seht ihr schon mal 6 Stück von den 17 und Accessibility ist ein Element von Sustainability, denn zum Beispiel SDG 3, Human Health and Wellbeing, das sagt, es geht darum, Menschen zu helfen. Das schaffen wir als Human Computer Interaction Designer zum Beispiel mit der ISO 9241. Da geht es eben darum, das Leben von unseren Usern zu erleichtern und menschliche Bedürfnisse zu erfüllen. SDG 5 sagt zum Beispiel Gender Equality. Sorry, Accessibility ist sexistisch. Es wird später noch klarer, warum es sexistisch ist, warum Accessibility-Sachen eben Mann-Frau-spezifisch biologisch sind. Und SDG 10, Reduce Inequalities Within and Among Countries, also Barrierefreiheit, Kernthema. Und darauf geht zum Beispiel die W3-Org mit der Grundlage für den European Accessibility Act ein. Das ist die neue Wasser auf unsere Mühlen-Norm, die dann kommen wird. Ab 1.6.2025 werden alle neuen Produkte, die online gehen, unter diesen Act fallen. Und es gibt halt dann Strafen, wenn man Exklusion, also Ausschluss betreibt. Sorry, da hat jemand fotografiert, habe ich zu schnell geschaltet. Egal.
Warum aber noch man sich darum kümmern sollte, wenn wir alle Technologen sind oder Businessmenschen, ja? Technologen, die machen Innovationen oder wir als Designer und Technologen, wir versuchen halt Innovationen zu verkaufen. Und Technologie, das löst ein Problem oder hoffentlich löst ein Problem. Es gibt auch Featureities, wo viele Features drinnen sind, die gar kein Problem lösen, weil keins da war. Aber Innovation, das ist, wenn Technologie wirklich benutzbar wird, also wenn Zugang gewährt wird und wenn Benutzbarkeit gewährt wird, weil dann erweitert man die Reichweite und dann hat es einen Nutzen für eine größere Gruppe. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Norman Nielsen hernehmen, der tut gerne sagen, okay, 7 Personen, Probandinnen brauchen wir, um ca. 92% Wahrscheinlichkeit oder Genauigkeit herzustellen, nicht Wahrscheinlichkeit, Genauigkeit, sorry Markus, für Markus wird mir schon wieder auf die Finger klopfen. Und wenn 0 von den Leuten vorbeikommen an eurer Login-Maske oder eurer Two-Factor-Authentification, weil ein faradayischer Käfig, wie hier zum Beispiel, beherrscht und keine Internet-Connection possible ist, oder, dann gibt es wie viel Use? 0. Und wie viel Umsatz gibt es? 0. Und deswegen, wenn wir sagen, ich höre in der Businesswelt immer wieder, und ich weiß nicht, Markus, wie das bei dir ist. Genau gleich. Wir gehen für 80%, ja, wir brauchen nur nach Pareto-Prinzip. Dann braucht man nicht 6, sondern braucht man 7 Leute, die Zugang haben, oder hoffentlich 7, um uns anzunähern um die 80%. Weil wir müssen immer diese 99% mal 0,8 rechnen, weil Accessibility kommt vor Usability. Access und Ability, was ist das eigentlich? Also zusammengesetzt aus den Worten Zugangsmöglichkeit. Es geht als Grundlage um die menschliche Funktion. Und die menschliche Funktion, da gibt es Dinge, die fließen in uns rein. Das sind Dinge, die spielen sich in uns ab. Und es sind Dinge, die gehen aus uns raus. Und das Ganze gliedert sich ungefähr so. Sieht sensorische Einflüsse durch Berühren, durch Hören, durch Riechen, durch Schmecken. Schmecken ist ja in Bern das gleiche wie Riechen. Balance und auch durch Sehen. Und das ist ganz wichtig, um es zu verarbeiten. Muss es auch erst einmal verarbeitbar aufbereitet sein, sodass es wahrgenommen werden kann. Was dann drin in uns stattfindet, ist Kognition und Rekognition. Das heißt, wir holen Symbole, Raster aus unseren Rasterzellen heraus, das gibt es wirklich, das könnt ihr nachschauen. Und diese Rasterzellen sind geprägt. Das heißt, wir arbeiten nach Mustern, alle. Und dann gibt es eben noch das Moving oder das Movement, alles was uns rausgeht, auch die Zunge zu bewegen, unsere Vokale zu betätigen, das ist auch Motorik oder Moving. Und all das ist nicht das Social Party Movement, sondern es ist Sensing, Processing und Motoring. Daraus setzt es sich zusammen. Und das Ganze, was wir haben, das ist ein kognitives Potenzial, das sind ca. 120 Bit pro Sekunde an Verarbeitungsfähigkeit, die in unseren Prozessoren zentral zur Verfügung gestellt sind. Und wenn wir alleine nur mal aktiv jemanden zuhören, so wie ihr oder Markus jetzt mir macht, hoffentlich, dann reduzieren wir das schon um 50% mindestens. Wenn wir zusätzlich noch irgendwelche Tastfelder bedienen sollen, dann gehen locker nochmal 40 Bit pro Sekunde weg. Und zum Atmen brauchen wir hoffentlich auch noch ein bisschen was an Speicherkapazität. Insofern fliegen wir jetzt nicht von der Bühne. Hände hoch, was glaubt ihr, wie viele Menschen benutzen A 120 Bit jeden Tag und Hände unten lassen für die, die glauben 60 Bit? Keiner traut sich. Eins. Okay, Feiglinge. Ich hätte es genau umgekehrt stellen sollen. Es ist tatsächlich nicht 120, sondern sind meistens 60 Bit pro Sekunde, die wir täglich im Durchschnitt in der Lage sind zu verarbeiten. Das kommt daher, dass wir kurzzeitige Beeinträchtigungen unserer Fähigkeiten, unserer kognitiven Funktionen haben durch Alkohol, Drogenkonsum, was kulturell bedingt ist, aber auch durch Medikamente und dementsprechende Einflüsse von Adrenalin, Cortisol, wenn wir gestresst sind, weil der Chef uns gerade anbrüllt oder was auch immer, das minimiert unsere Fähigkeit, Sachen auszuführen, wahrzunehmen und zu verarbeiten. Schlaflosigkeit gehört genauso dazu oder langfristige Themen wie ich habe mir was gebrochen oder ich habe ein Gliedmaße verloren.
Das heißt, es ist, Accessibility ist nicht für griechische Götter und Göttinnen, obwohl die auch ziemlich viel getrunken haben, sondern das ist für die realen Janes und Joes. Und die Don Normals, die gibt es nicht. Das habe ich ja am Anfang schon erwähnt. Es gibt nicht diese Idealpersonen, für die wir alle immer designen in der IT-Industrie und für die wir alle developen. Das ist ein Mythos. Es ist jeder mit einer gewissen Einschränkung, mit einer gewissen Fähigkeit, die die Leute daherkommen. Wir müssen zielgruppengerecht dementsprechend das aufbereiten. Das heißt, es geht jeden an. In der Schweiz und in Österreich, wo ich herkomme, haben wir ungefähr 8 Millionen Leute. Ne? Und diese ungefähr 8 Millionen Leute, von denen alleine haben Sehschwierigkeiten, die jetzt noch nicht von der WHO erfasst sind, aber generell, so wie ich zum Beispiel, mit 5 Dioptrien nichts sehe ohne Brille, ca. 78% bis 82% Seheinschränkungen haben. Dann kommen da zum Beispiel noch Gehöreinschränkungen dazu, sind ca. 8 bis 10% von Leuten. Und wenn wir dann noch rechnen, 98% der Leute oder Haushalte in der Schweiz nutzen das Internet und internetbasierte Dienste, dann wird es schon relativ relevant, diese Zielgruppen anzuschauen und diese Bedürfnisse auch zu erfüllen. Und vielleicht sind Kritiker unter euch, die sagen, ja, das ist doch für die alten Leute, ja. Das ist doch wieder mal so ein Edge Case. Und in dem Projekt haben wir das rausgenommen für, ich glaube, darf ich sagen, als zwar für die Stadt Bern, für die Digitalstrategie. Und da haben wir mal die Mit-20er-Generation untersucht und haben einfach mal festgestellt, okay, in den Mit-20ern sind ca. 45% der Jungs kurzsichtig und ca. 40% der Frauen weitsichtig. Und. Da ist noch einiges dazugekommen. Ich habe gesagt, weitsichtig, kurzsichtig, Accessibility ist sexistisch, genauso bei Rot-Grün-Blindheit. 10% der Männer sind befallen von Rot-Grün-Blindheit oder befangen, nicht befallen, ist ja keine schlimme Krankheit. Ne? Und 0,01% der Frauen. Chromosomproblem. So, das gibt, wenn wir das mal durchrechnen und all dieses Stack-up machen, allein von Hören und von Sehen, sind nur ein paar Ausschnitte, ja, haben wir schon mal 20% Wahrscheinlichkeit, dass die Männer, also 16 bis 20%, Frauen bis Männer, dass Beeinträchtigungen alle auf einen Nenner treffen. Und wenn man sich nur eine Beeinträchtigung anschaut, wie zum Beispiel das Sehen, dann sind wir bei den Männern noch immer bei 45% Wahrscheinlichkeit, dass ihr solchen Leuten begegnet und 40% bei den Frauen. So, und jetzt kommen wir schon zu den Beispielen. Da übergebe ich dann später auch gleich an den Markus. Ich darf meine Beispiele aus der Industrie leider nicht zeigen und deswegen zeige ich euch ein symbolhaftes Beispiel, ein Tag am Strand. Das veranschauliche ich mit einem Parkautomaten, mein Lieblingsbeispiel. Dafür habe ich einen Dummy-User mal losgeschickt und der Dummy-User ist Joseph Doe, 1,93 Meter, 40 Jahre plus und blind wie eine Fledermaus. Und jetzt steht er vor dem Parkingautomaten und sagt sich, hey, ich möchte ein Parkticket lösen. Schaut euch mal das an. Auf 1,80 Meter ist so seine Augenhöhe. Auf 70 Zentimeter ist der Slot, um die Karte reinzuschieben. Das ist ungefähr hier unten. Und dann auf 1,20 Meter ist das Bedienpult. Super Touchscreen. Ne? Und die Luminosity, also das ist herrlich, was man da alles sieht von 1,80 Meter. Ganz toll. Nicht nur das Digitale ist wichtig, sondern eben für, wir haben heute auch multimodal gehört, es ist ganz wichtig in Accessibility die Screen-Leuchtfähigkeit zu prüfen. Es ist genauso wichtig zu designen für, wie ist die Dauerbelastung. Und die, die unter euch jetzt sagen, ja das war doch für die in Rollstühlen, ne? Weil die sind auf 1,20 Meter Höhe. Klar, deswegen steht der Parkautomat zum Beispiel hinter einer Sanddüne, da kommen Leute im Rollstuhl super hin. Wenn jemand möchte in Zandvoort in Holland, super Urlaub, ja, kann jeder testen. Und da, das Zweite, was passiert ist, direkt vor dem Parkautomaten, also so nahe, na bleib ruhig Markus, ich zeig's dir. Es ist ungefähr so nahe davor, parken die Autos. Das heißt, da kommt ein Rollstuhlfahrer super dazwischen. Aber mein österreichischer Kollege, der sagt ja immer, wenn etwas zu tief ist, get down if you want to reach. Ja? Und deswegen geht er runter, auf die Knie. Damit sieht er dann dementsprechend das neue Bild und das neue Bild sieht dann so aus. Auch super, oder? Accessibility vom Feinsten, man erkennt ganz toll, wie sich das alles spiegelt und man sieht noch mehr Kratzer im Display.
Und balancieren muss er auch noch. Und beim Balancieren hat unser User, weil der User ist ja nicht geschickt genug gewesen, seine Karte kaputt zu machen. Jetzt kann er es auch nicht zahlen. Das nächste kleine Hindernis bei dem waren die Click Areas. Das ist nicht so wie in diesem hellgrünen Rechteck oben vorbereitet für euch, dass man annimmt, da muss der Finger drauf. Nein, ein bisschen unterhalb von dem Dot, weil man möchte es ja für die Perspektive gut machen. Und wenn man oben drauf klickt, passiert mal gar nichts. Und wenn man unten drauf klickt, dann wird alles abgebrochen. Dann geht es wieder von vorne los. Und siehe und höre, dieses Jahr im Januar stand dann plötzlich ein neuer Automat dort. Und ich habe mir gedacht, ich bin im Himmel. Und ich beobachte diesen Automaten weiterhin. Und der Grund, warum ich es euch gezeigt habe, das ist das einzige Bild, das ich euch heute zeige. Das hat alles Relevanz für Themen, die wir tagtäglich in der Industrie, in B2B-Lösungen machen. Oder auch in B2C-Lösungen. Ne? Da geht es um Ergonomie, in dem Fall für Drehen, Spänen und Hohnen. Aber das Prinzip übersetzt sich auf alles. So, und jetzt übergebe ich an meinen Kollegen Markus und ich mache sein Stand-in. Genau, genau. Die Beispiele, die ich bringe, sind jetzt von Bachelorstudenten bei uns an der Hochschule gemacht. Mal gucken. Genau. Und zwar gehen Sie eben, ist das Thema jetzt die erste Arbeit, die ich vorstellen will, da nennt sich Barrierelos, ein Zeittracker für Accessibility. Und eben, weil wir kennen ja seit Jahrzehnten mittlerweile schon, dass im E-Government die Accessibility gut sein soll. Und irgendwie bewegt sich zu wenig. Und das haben die Studenten und diejenigen, die mir die Idee gegeben haben, auch gemerkt. Und deswegen haben wir gefunden, wir machen mal was dagegen. Und jetzt, gerade heute wahrscheinlich auch, sind die Studierenden weiter am Arbeiten, eben einen automatischen Tracker zu entwickeln, wo man als Benutzer kann man beliebige Webseiten eingeben. Das können von Government Sites, von der Gemeinde, Nachbargemeinde, von der eigenen Gemeinde, aber auch von E-Commerce Sites und Ähnlichem sein. Und wenn die dann mal registriert sind und man gesagt hat, was kommt denn jetzt, wie sollen die einklassiert werden, dann kann man eben nachher in dem automatisch generierten Ranking und regelmäßig aktualisierten Ranking dann nachher sehen, welche Kantone, welche Gemeinden in den Kantonen jetzt besonders gut sind oder wo eben noch etwas gemacht werden sollte. Wir planen auch spezielle Zugänge für Journalisten, für Gemeinderäte, für Kantonsräte dort zu schaffen, sodass die personalisiert dort sehen können, wo denn was zu arbeiten ist. Herausforderung ist natürlich, das Ranking gut zu machen, das Scoring gut zu machen. Da sind die Studenten dran, das zu validieren und das ist sicher auch eine von den Herausforderungen. Genau. Also, wir starten mit der Crowdsourced-Liste von relevanten Websites, beziehungsweise die darf man ständig ergänzen. Wir haben eine automatische Sammlung von den Daten, die eben die verschiedenen automatisch zu detektierenden Probleme jetzt wirklich finden und dann eben verschiedene Sichtweisen für verschiedene Personengruppen, für verschiedene Informationsbedürfnisse, die das aufbereiten. Wir sind nicht die allerersten, die gefunden haben, sowas braucht es, aber vielleicht sind wir die ersten, die so etwas dann wirklich mal produktiv auch zeigen können. Es gibt die Initiative von Access for All, wo sagt, wir wollen einen Accessibility Monitor haben, der eben nicht nur digitale Themen, sondern auch physische Accessibility, Mobile Application Accessibility und anderes aufnimmt. Und wir hoffen, dass das, wo wir jetzt in dieser Bachelorarbeit als Prototyp zur Verfügung stellen, dass das auch für Access for All dann interessant sein sollte,
als Grundlage für das, was Sie am Machen sind. Genau, also Bachelorarbeiten, die zeigen Themen, die für eben das Thema Accessibility relevant sind, für den Digital Divide eben den reduzieren sollen in der Schweizer Gesellschaft, weil eben Gesetze allein, insbesondere wenn sie eben zahnlose Tiger sind, helfen irgendwie noch zu wenig. Wenn jetzt Entwickler auf einmal motiviert sind, auch durch den European Accessibility Act, jetzt doch mal was zu machen, dann sagen sie, ah, jetzt müsste ich doch mal rausfinden, welche von den Libraries, die ich so nutze, von den Frameworks, die mir in JavaScript alle zur Verfügung stellen, um User Interfaces zu machen und die einen wichtigen Teil haben daran, ob eine Applikation accessible ist. Wenn die Entwickler sich jetzt nun fragen, ah, das Framework, wo wir gerade einsetzen, wie gut ist das eigentlich und gibt es vielleicht bessere Frameworks und man schaut mal rum, dann kommt man auf Listen wie diese, wo hunderte von Frameworks, JavaScript-Frameworks zeigen, mit denen man Buttons, Tooltips und andere Dinge eben machen kann. Und man fragt sich dann, ja, welches von diesen Frameworks ist eigentlich jetzt das Richtige? Und da haben wir auch, das ist schon etwas länger her, aber es braucht noch Liebe, von dem her sind wir da noch weiter dran, haben wir auch in einer Bachelorarbeit eine Applikation entwickelt, die von uns weiterentwickelt wird. Sie nennt sich Cactus für Collaborative Accessibility Testing, wo eben verschiedenste Frameworks jetzt eben getestet werden können und die Regeln, nach denen getestet werden soll, eben hinterlegt sind. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ah, das ist doch sehr schwierig, Accessibility Testing zu machen von solchen Komponenten, dann sagen wir, nein, das ist relativ einfach und insbesondere hat es schon viele, die eben jetzt da vorgearbeitet haben. Wenn man zum Beispiel sagt, ich brauche eine Dialogkomponente, Radio-Button-Komponente und einen Tooltip, dann sehe ich hier, ah, es gibt schon bestimmte Component-Libraries, die diese Komponenten genau gut unterstützen. Und andere, da ist noch was incomplete. Und dann kann ich eben hingehen und kann sagen, ah, ich möchte jetzt genau diese Tooltip-Komponente, die jetzt noch nicht fertig getestet ist, da möchte ich jetzt den Testdurchlauf machen und habe für mich selber eben etwas Gutes getan und für die Community auch, weil der nächste, der kommt und die gleiche Kombination von eben Komponenten braucht und sich fragt, was ist denn die beste Library für das, wird jetzt gerade unterstützt in dem Arbeiten und kann die Informationen von anderen nutzen. Genau, das sieht zum Beispiel jetzt so aus, wenn ich diese Tooltip-Komponente, die noch nicht getestet ist, jetzt testen will, dann heißt es eben, ja, die braucht mehr Testing und es heißt hier auch, wie muss ich vorgehen, dass ich das testen soll. Es wird auch beschrieben, was für grundlegende Guidelines jetzt da eben zu dieser Empfehlung zum Testen eben dazugehören. Also bei dem Tooltip jetzt in dem konkreten Fall geht es hauptsächlich darum zu überprüfen, wenn das Element, dieses Tooltip-Element den Fokus bekommt, weil eben die Idee ist, dass ich alles mit der Tastatur bedienen können sollte bei den Komponenten und das wird genau getestet. Also ich mache Tab, 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 bis ich auf dieser Komponente drauf bin und wenn ich auf dieser Komponente drauf bin, dann sollte der Tooltip zum einen erscheinen und dann auch vorgelesen werden. Genau. Und genau das kann ich jetzt eben, wird mir beschrieben, wie ich das machen soll. Ich habe, das habe ich hier jetzt nicht gezeigt, dann auch die URL, wo diese Komponenten eben liegen. Das kann ich
kann ich machen? Also ich kann, wenn ich jetzt da mal schnell rübergehe, sieht das, ups, doch, genau. Also, da haben wir unsere Libraries und jetzt sind wir im Faradayschen Käfig, glaube ich, mal wieder gelandet. Von dem her ist es gut, dass ich das auf den Folien habe. Ja, ich glaube, wen es interessiert, tue ich gerne eine private Demo machen, aber das tut jetzt hier gerade nicht. Von dem her müssen wir da zurückgehen. Genau. Und eben, also, man würde dann die Library daneben haben mit den offiziellen Demos. Man hätte die Instruktion hier in dem Cactus und man kann dann ankreuzen, wie viel sind diese Kriterien erfüllt oder nicht. Und dann hat man eben nachher wieder das nicht mehr gelb, hier als incomplete, sondern eben grün und kann mit all den anderen Libraries das vergleichen. Das sind unsere 2 Cents sozusagen zum Thema Accessibility, die wir in weiteren Arbeiten sicher noch weiter vorantreiben wollen. Und damit zurück zu dir. Ah, da wäre es noch, wie das mit den Testen geht. Hätte du, ich war so, da schau mal du. Jetzt, genau, doch genügend vorbereitet. Genau, so sieht das aus. Also ich bin am Testen. Das wäre jetzt auch in der Demo gekommen, wo ich eben sage, jetzt bereite ich meinen Test vor. Ich bin eingeloggt als eine Person. Ich sehe genau, welche Version von der Library bin ich am Testen, weil es gibt ja immer wieder neue Versionen von den JavaScript-Libraries und nicht jede neue Library ist besser als die alte. Manchmal verliert man auch irgendwelche Accessibility. Und dann sehe ich eben jetzt hier, durch die mir schön nebeneinander legen und werde hier eben durch Schritt für Schritt durch den Test durchgeführt und kann das auf der linken Seite eben gerade testen. Genau, also doch aufgepasst, dass das auch ohne Internet sauber funktioniert. Genau, und damit zu dir wieder zurück. Danke, Markus. Und jetzt komme ich zu der Überbrückungsmaßnahme, denn das mache ich sehr viel, nämlich manuelles Testing und das lege ich euch ganz stark ans Herz. Ich zeige euch das anhand von einem Fallbeispiel von einem Projekt, das so richtig bellyflopped hat. Und wenn es heißt, Accessibility Testing ist ja so teuer, hat auch damals so geheißen. Und damals hat es auch geheißen, wir wissen ganz genau, was wir wollen. Das war die Digitalisierung von Bluttransfusionen, Urin, Stuhlproben, mikrobiologische Analysen, alles, was aus dem Körper so rauszuholen ist, ne? So sieht jede Seite bis heute analog aus. Das heißt, Leute, die damit schaffen, die gehen diese Formulare durch. Daneben, das kennt ihr sicher, jeder war schon mal beim Arzt und hat dieses Formular irgendwie mal gesehen. Davon gibt es circa 50 verschiedene Varianten, weil es gibt ja Spezialbereiche wie Pathologie, Endokrinologie und so weiter. Aber da komme ich gar nicht mehr drauf zum Reden. Es gab auch Digitalisierungsversuche bisher und die sind alle mehr oder weniger. Und wir haben uns auch rangewagt an so etwas. Ich weiß nicht, ob es besser geworden wäre oder nicht. Es ist nicht geworden. Wir haben zuerst mal versucht, das ganze C-Level-Management davon zu überzeugen. Meistens Männer über 60. You are not the user. Ja? Und das hat uns gekostet 50.000 Stutz. Und jetzt sagt ihr, Mann, seid ihr wahnsinnig, 50.000 Stutz, das ist doch vollkommen irre. Und die Developer im Vordergrund, die lachen schon, ja, weil ich komme später nach der Auflösung. Zuerst hat uns das C-Level mal versucht zu erklären, das sind alles die User, ja, jeder von denen ist wichtig und zwar sofort. Und das ist nicht ein Einzelfall. Ja. In den letzten 15 Jahre bin ich unterwegs, habe ich den einen Satz immer wieder gehört oder die Sätze, es ist, wir fangen nicht auf der grünen Wiese an, wir wissen genau, was wir wollen und alle sind die User und die müssen alle auf einmal bedient werden und zwar sofort. Da
Dann haben wir sie aber überzeugt, nee, fokussiert mal auf eine Gruppe und bedient die. Und wenn die sauber bedient ist, dann nächste. Und dann hieß es, okay, die Ärzte, wir wissen es ganz genau, die Ärzte, die benutzen das. Gut, und dann nach, also da haben wir schon mal 40.000 verwendet gehabt, nur um das zu erreichen. Und dann auf der letzten Meile, ja, mit so 5.000 bis 10.000 Stutz, durften wir ein Testing machen gehen. Durften wir Interviews führen mit Live-Leuten, die im Labor arbeiten. Nicht zu den Kunden, sondern im Labor. Und wisst ihr, was die uns gesagt haben? Das Management liegt falsch. Das sind nicht die Kunden, das sind nicht die Nutzer. Die Nutzerinnen sind weiblich, 20, und managen den Arzt und die Praxis und die Leute. So, nachdem wir aber agil waren, haben wir ja, während wir quasi Research gemacht haben, auch entwickelt. 2 Millionen Stutz in die Tonne. Weil alle Findings, die wir gehabt haben, die haben gezeigt, falsche Zielgruppe, falsche APIs, braucht keiner. Tja, das ist ein Verhältnis von 1 zu 40. Und das mit dem kleinen Test oder dem kleinen Interview. Das heißt, macht das, geht sofort raus und überprüft eure Ideen. Ja, die Ideen sind meistens nicht richtig am Anfang. Das heißt, das waren circa 20-jährige bis 30-jährige Frauen, die eben die Praxis gemanagt haben. Und dann durften wir später, viel später, nochmal mit ihnen testen. Und das ist nur ein Scherz. Ja. Wer das mal googeln möchte, User in your face, ja, das ist die beste Website, die es gibt, um Accessibility und Usability aufzuzeigen. Warum ist das wichtig? Ne? Probiert mal da durchzukommen. Wir haben auf jeden Fall mit denen getestet. Es waren 7 Personen. Kostet ca. 10.000 Stutz, also 10.000 hier in der Schweiz. Ist ein bisschen teuer, ich weiß. Haben die damals auch gesagt vom Management. Aber parallel haben wir agil weiterentwickelt, weil das Management hat nicht gelernt gehabt und hat gesagt, okay, all die Findings, die wir mit den 10.000 Stutz reingeholt haben, haben wieder gezeigt, alles, was entwickelt worden ist und schon im Code abgebildet war, ist falsch. Und da haben wir alle Komponenten nochmal neu machen müssen. Und irgendwann, nachdem das Spielchen so weitergegangen ist, mehr als 1 zu 400 der Faktor entstanden ist, und das ist übrigens auch in der realen Welt bei vielen Projekten so. Irgendwann hat man dann gesagt, okay, wir brechen das Projekt ab. Anstatt dass man gesagt hat, okay, wir gehen zuerst das Entwerfen, wir gehen das zuerst mal simulieren und dann implementieren wir das, was simuliert ist. Und wie der Markus gesagt hat, wenn wir etwas ändern, dann müssen wir auch wieder einen Accessibility-Test machen. Warum ist das wichtig? Weil ein Patch kann den anderen Patch wieder ungültig machen. Lustiger Fakt, ich hatte da auch mal einen Rot-Grün-Blinden dabei, der vergessen hatte, dass er rot-grün-blind ist. So wie ich vergesse, wenn ich meine Brille nicht oben habe, mache ich weiterhin so. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ne? Und auf jeden Fall, der hat gesagt, ja, ihr müsst doch die Select-Input-Fields, die Error-Meldungen viel stärker signalisieren. Und ich so, okay, und was ist denn dann dein Vorschlag, Erik? Ja, rot, du Double, rot. Und ich so, es ist rot. Standards sind gut. Es gibt die WCAG oder WCAG 2.2 von der W3.org, für die es interessiert. Das ist die Grundlage als Checkliste für, okay, was ist Accessibility? Ist ein bisschen schwierig zu lesen. Es gibt die ISO 9241, die ist ähnlich langatmig zu lesen. Ihr könnt aber auch zu Leuten wie uns kommen. Der Markus und ich stehen euch gerne zur Verfügung und erzählen euch ein bisschen was darüber und wie diese Sachen verbandelt sind. Das rettet euch aber noch nicht und das garantiert euch nämlich keine Accessibility. Accessibility garantiert euch nur, wenn ihr manuell, quantitativ und qualitativ testen geht oder es testen lasst. Und dann kriegt ihr die Inputs, die Daten von den Leuten, bis eben solche Tools, wie der Markus sie vorgestellt haben, wirklich automatisiert voll funktionsfähig sind. Und selbst dann ist es wichtig, dass ihr rausfindet oder wir rausfinden, hey, was fühlen denn diese Leute dabei, wie können wir es noch verbessern. Und wie gesagt, wenn ihr uns kontaktieren wollt, gerne Markus auf der Seite, ich auf der Seite, könnt ihr uns per LinkedIn anschreiben wegen Fragen. Wir unterstützen euch gern. Genau. Und damit vielen Dank. Sind wir für Fragen da. Vielen Dank, Markus und Steffen. Wir haben noch ein kleines Geschenk für euch. Oh, kannst danke du das schön. Für dich. Super. Und wir haben auch einige Fragen auf unserem Fragebildschirm. Die erste lautet,
Wie steht es um die Standardisierung, zum Beispiel Vai-Aria vom W3C? Wäre das eine gebrauchstaugliche Messlatte, die man beispielsweise an Frameworks und Libraries anlegen kann? Genau, also eben, das ist genau das, wo wir dort in unserem Tool, zum Beispiel in dem Cactus-Tool, jetzt gemacht haben. Wir haben die Standards genommen, aber wir mussten sie interpretieren. Und das heißt, man kann, also unsere Erfahrung ist, es lässt sich eben, ohne das Interpretieren geht es nicht wirklich. Und wir haben jetzt, ihr habt es gesehen, eben einige von den Komponenten, die man braucht, eben übersetzt in wirklich, was muss man machen, damit man die Tastaturbedienung sauber überprüfen kann, was muss man machen, damit man die Accessibility mit Screenreadern sauber überprüfen kann. Und damit haben wir für die Komponenten, die wir da drin haben, eben schon mal viel geleistet. Jetzt eben bräuchte es noch ein paar Hackdays, damit man zum einen eben mehr von dieser langen Liste von Libraries oder zumindest die Top-Libraries jetzt wirklich mal weitgehend getestet hätte und dann auch noch eben weitere Übersetzungen von Regeln, wo man sagt, ah, es gibt noch wieder neue UI-Komponenten, die jetzt noch nicht mittels Regeln, abgeleiteten Regeln da sind. Und das ist auch möglich in dem Tool, aber man muss dort eben ein bisschen tiefer rein. Das geht nicht so, dass man einfach nur einen Test macht und dann sagt, ja, nein, sondern dort gibt es einen man muss ins GitHub rein, muss die Regeln dort hinterlegen und dann kann man weitermachen. Aber das Ganze ist eben wirklich so angelegt, dass es community-driven sowohl die Regeln, sowohl neue Komponenten als auch dann am einfachsten eben neue Libraries oder die Komponenten von den Libraries getestet werden können. Von ARIA, wie heißt die erste Regel noch schnell? Don't use ARIA. Das natürlich schon auch, also die ARIA Guidelines, hast du natürlich völlig recht. Wenn es um die ARIA Tags geht, da ist es natürlich schon die erste Regel, genau das, was du sagst, Stefan. Wenn man, also die Statistik zeigt, die Sites, die viele ARIA Tags benutzen, die sind die schlechtesten, weil offenbar eben oder meist liegt es daran, dass man eben nicht verstanden hat, wie man arbeiten soll. Und das heißt, möglichst cleanes HTML, möglichst HTML, wo eben der Button ein Button ist und der Link ein Link ist und alles sowas, das sind die besten Sites und die brauchen gar keine ARIA Tags. Wir haben noch eine weitere Frage. Reicht Sensibilisierung aus, um etwas zu ändern? Nein, aber es ist ein Anfang. Also, wir haben es auch heute gerade wieder diskutiert. Ne? Es zu wissen, theoretisch zu wissen, das macht es noch nicht fühlend. Deswegen habe ich am Anfang dieses Beispiel euch gebracht. Es gibt noch andere. Es gibt Filterbrillen, wo ihr simulieren könnt, Rot-Grün-Blindheit, Seheinschränkung, Nachtblindheit. Also Sensibilisierung ist der Anfangspunkt, wo man mal empathisch wird, mitleidet, mitempfindet, was Leute, die eigentlich in eurer oder in unserer Zielgruppe sind, empfinden und wie sie es wahrnehmen. Aber nein, das ist keine Lösung. Wir müssen handeln. Wir müssen endlich mal anfangen, dass es uns was schert. Und deswegen, ja, es ist Sensibilisierung ist sicherlich ein Startpunkt. Aber eben, wie eben die Gesetzgebung in der Schweiz zeigt, eben zahnlose Tiger, das funktioniert nicht so richtig und eben die EU hat das jetzt auch gefunden und dort gibt es, glaube ich, größere Beträge, die dann auch fällig werden, wenn man eben jetzt gegen die Guidelines verstößt und wie sich dort der Bundesrat positionieren wird, sehen wir mal, aber wahrscheinlich nicht ganz so stark wie die EU, aber Ich habe schon gehört von Quellen, die mir das gezirpt haben, dass die Schweiz nachziehen will. Und also auch im Rahmen. So. Und noch eben eine Initiative, selbst wenn ihr sagt, okay, es schert uns nicht die Strafen, man kann wirklich den Nutzerkreis vergrößern, indem man Accessibility-Maßnahmen macht. Es muss nicht hübsch sein, ja, es muss funktionieren. Oh Gott,
Das habe ich jetzt als Designer gesagt. Vielen Dank, Stefan Barak und Markus Stolze, für diesen Podcast. Vielen Dank. Danke für die Fragen.